Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich gerne über das Thema Bluescreens in Windows 8.1 sprechen. Hier war ich vor noch nicht allzu langer Zeit extremst selbst betroffen, dass in den unterschiedlichsten Situationen auf einmal der Bluescreen da war, Rechner wird runtergefahren. Kein gutes Zeichen, weil man deutet ja doch direkt immer auf einen Hardwarefehler. Aber dazu möchte ich dann später mehr erzählen, was passiert, wenn der Bluescreen da ist. Es wird einem mitgeteilt, eben Rechner muss runtergefahren werden, dass die Hardware nicht beschädigt wird. Es wird eine Datei erzeugt, die weitere Informationen dann eben bereitstellt und ja, genauso schnell wie er da war, ist er eben auch wieder weg. Und was passiert in dem Moment? Im Windows-Verzeichnis, im Ordner Minidump, wird eben jedes Mal, wenn ein Bluescreen aufgepoppt ist, eine Datei erzeugt. Und die wird eben hier in dem Minidump-Ordner abgespeichert. Wenn man die jetzt zum Beispiel versucht, doppelt anzuklicken, sieht man, man kommt überhaupt nicht dran. Also auch schon mal prima, was machen wir? Nach Recherche im Internet war es dann eben so, dass es hier ein kostenloses Programm gibt. Also da scheint es auch mehrere zu geben. Ich habe jetzt hier aber mich für Bluescreen View entschieden. Einfach mal bei Google eingeben. Dann bekommt er hier auch schon direkt die ersten Links bei Heise oder Chip oder ja, Computerbild. Und dort könnt ihr euch das Programm herunterladen. Wenn ihr das runtergeladen habt und startet es, also das muss auch nicht installiert werden, das ist einfach nur eine ausführbare Datei. Dann habt ihr Bluescreen View gestartet und dieses Programm holt sich die Informationen aus diesem Minidump-Ordner auch automatisch heraus. Das heißt, für jede Datei, die da drin steht, sehen wir hier auch entsprechend den Eintrag, die Uhrzeit, wann es passiert ist, Datum, welche Fehlermeldung ausgegeben wurde, von welchem Programm es verursacht wurde, ob es im Betriebssystem war, etc. Das können wir hier alles sehen. Und mein Problem war jetzt hier, dass es auch sehr häufig aufgetreten ist. Wenn wir hier aufs Datum gucken, dann sehen wir, das war der 8.3. gewesen. Dann, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal habe ich einen Bluescreen bekommen. Also das ist ein Unding. Und dann hier den nächsten Tag drauf, da ging das auch schon gleich wieder so weiter, dreimal, und da habe ich gesagt, hier stimmt was nicht. Und was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, weil auch wenn man im Internet versucht, dann was herauszufinden, wird immer gleich geschrieben, Speicher kaputt, dies kaputt, neues Motherboard einschicken, es ist alles Blödsinn, erstmal. Was man natürlich machen sollte, Arbeitsspeicher, der RAM ist natürlich immer so das Bauteil auch in der Vergangenheit, wo man sagt, naja gut, wenn es zickt, ist es meistens immer der Speicher. Da gibt es natürlich diverse Testprogramme, die kann man sich dann auch über Google wieder raussuchen. Das habe ich dann auch getan, habe erstmal den Speicher ausführlich testen lassen, also nicht nur 5 Minuten. Da gibt es auch Programme, dass man das mal hier ein paar Stunden laufen lassen kann. Und das System war stabil, wurde kein Fehler gemeldet. Die Festplatte habe ich überprüft. Ich habe so ziemlich alles überprüft, wofür es ein Programm gibt, was irgendwo in die Hardware reingucken kann. Und es wird immer gesagt, alles im grünen Bereich, alles okay. Der zweite Punkt, der mich ein bisschen stutzig gemacht hat, wir sehen hier, wo bin ich jetzt gerade daheim? Hier hinten. Und zwar ist einmal der AFAS betroffen gewesen, mein Virenscanner. Dann die Soundkarte, also vom Motherboard, ganz klar. Das Betriebssystem war betroffen. Die Grafikkarte war betroffen. Also lauter unterschiedliche Bereiche vom PC, alle irgendwie kaputt. Da ich gedacht, das kann irgendwie nicht hinhauen, das stimmt nicht. Und so ein bisschen auf die Spur gebracht hat mich dann ein Forum. Da ging es dann um das Übertakten. Und da ich ja ein Motherboard von MSI habe, das C87G45 Gaming, und das kann man ja übertakten. Und ich habe einen i7-Prozessor drin mit Multiplikator, also kann man hier auch ein bisschen rumspielen. Und wenn man das hat, macht man das natürlich auch. Und dann habe ich mich auch mal ein bisschen mit dem Übertakten
versucht, aber jetzt nicht selber irgendwo Einstellungen vorgenommen, sondern hier Clever OC Genie von MSI benutzt, was an für sich auch als ja, relativ sicher beschrieben wurde in diversen Zeitschriften, dass man das da ruhig mal ausprobieren kann. OC Genie guckt einfach nach, was für eine Hardware ist drin, was kann ich machen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, anhand Profile, die von MSI erstellt wurden, übertaktet das System dann eben automatisch und das soll dann wohl auch sehr stabil laufen. So, das habe ich dann auch mal getestet und das lief an für sich auch, aber die Temperatur vom Prozessor ging mir dann so hoch. Ich bin da eigentlich immer mit Übertakten auch von Grafikkarten, da fange ich eigentlich immer erst an, wenn die schon so ein bisschen älter geworden sind, mal so ein, zwei Jahre. Und ich sag mal, wenn es dann nicht so schlimm wäre, wenn man die Hardware ersetzen müsste, wenn sie jetzt eben einen Schlag wegbekommt. Deswegen mache ich das eigentlich nicht mit einem neuen System. Und da habe ich gesagt, nee, wird mir jetzt alles hier zu warm und brauche ich auch nicht, weil das System ist so erstmal schnell genug. Und habe das also auch wieder zurückgestellt. Dazu klickt man dann wieder auf OC Genie und dann wird das beendet. Und wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. So, das hatte ich dann auch getan und nicht allzu lange Zeit später fing das eben mit den Bluescreens an. Und wie gesagt, in dem einen Forum, da ging das eben um das Übertakten und da habe ich mir gedacht, naja, mein System ist ja nicht übertaktet, das kann ja nicht sein, weil ich habe es ja zurückgestellt, das kann irgendwie der Fehler nicht sein. Aber das hat mich dann nicht losgelassen und ja, um einfach Abhilfe zu schaffen, dass der Bluescreen nicht mehr hochkommt, hat bei mir geholfen, dass ich auf Settings gegangen bin, dann auf Speichern und Verlassen und dort habe ich dann einfach die Standardwerte vom Motherboard wiederherstellen lassen. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich auch keine Bluescreens mehr bekommen. Das sagt mir irgendwas bei diesem Übertaktungsversuch. Hat welche Einstellung auch immer hier im BIOS vorgenommen, aber durch das Abschalten von OC Genie werden scheinbar dann doch nicht alle Werte zurückgesetzt oder vielleicht gibt es ja auch Speicherbereiche irgendwo auf dem Motherboard, die dann vielleicht nicht ganz gelöscht wurden, keine Ahnung. Auf jeden Fall Standardwerte wiederherstellen. Dann kommt das Auswahlfenster, ob man die optimierten Standardeinstellungen laden möchte. Ja, und dann startet man das System neu, beziehungsweise wenn man das mit Ja beantwortet hat und schließt dann das Fenster wieder, dann wird man nochmal gefragt, ob die Einstellungen übernommen werden sollen. Und das bestätigt man auch mit Ja. Und dann fährt der Rechner ganz runter, er schaltet sich auch einmal komplett ganz aus. Geht dann selbst wieder an und fährt dann hoch und in dem Moment scheinbar hat man erst wieder die Grundeinstellungen vom Motherboard. Was man danach machen müsste, ist eben, dass man eventuell hier seine Bootreihenfolge wieder einstellt, wie man das haben möchte und auch so ganz normal eben die BIOS-Einstellungen wieder vornimmt, wie man das vorher hatte und dann läuft die Kiste auch wieder. Und seitdem ich das eben gemacht habe, auf die Standardwerte wieder zurückstellen lassen, seitdem habe ich auch nicht einen Bluescreen mehr bekommen. Also falls wer damit Probleme hat, ich denke mal von anderen Herstellern, die übertaktungsfähige Mainboards anbieten, wird das wahrscheinlich, wenn solche Probleme auftreten, analog sein. Also erstmal im BIOS selber zurücksetzen und dann sollte das eigentlich hinhauen. Ich hoffe, dass ich da dem einen oder anderen wieder mithelfen konnte und ja, hoffe, dass ihr eigentlich keinen Bluescreen bekommt. Das war's und einen schönen Sonntag noch. Tschüss.